Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum ersten Spuktober-Video in diesem Jahr. Ja, auch diesen Oktober möchte ich wieder mehrere Videos hochladen, in denen es um Grusel- und Horrorliteratur geht und ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Heute soll es losgehen mit dem Format Zeig mir ein Buch das. Das ist sicherlich kein unbekanntes Format hier auf YouTube, wurde schon öfter umgesetzt und finde ich wirklich ja immer wieder toll, weil es immer anders und immer vielfältig ist. Ich habe bereits mal eine Fantasy-Edition mit anderen Booktuberinnen gemacht, in dem wir uns gegenseitig die Aufgaben gestellt haben und diesmal habe ich euch gefragt. Auf Instagram und hier auf YouTube habe ich euch um Hilfe gebeten, ob ihr mir einfach mal ja, Aufgaben zum Thema Halloween, zum Thema Grusellektüre oder einfach ja, irgendwas, was euch dazu einfällt, mir zu schreiben. Und ja, ihr seid dieser Aufforderung nachgekommen. Es sind um die 60 Aufgaben bei mir eingetrudelt. Die kann ich natürlich nicht alle in einem Video beantworten. Ich habe schon gesagt, ich mache zwei Teile draus und einige Fragen haben sich auch gedoppelt oder waren ähnlich von der Thematik her nur anders formuliert und deswegen habe ich gesagt, fasse ich die ja so ein bisschen zusammen. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, nicht alle namentlich oder alle Aufgabengeber nicht alle namentlich zu erwähnen, wie ich es erst vorhatte, um euch noch ein bisschen mehr hier mit zu involvieren. Aber dadurch, dass ich einige Fragen einfach zusammenlegen musste oder wollte, wären manche erwähnt worden und manche nicht. Und deswegen werde ich einfach nur die Aufgaben nennen und wie gesagt zwei Teile draus machen. Und ich habe jetzt mir alle Aufgaben hier rausgeschrieben und zusammengefasst und geschaut, wie ich das teile. Und es sind jetzt ungefähr immer 20 Aufgaben pro Video. Und somit dann auch meistens 20 Bücher pro Video. Es gab auch Aufgaben, wo ich keine Antwort gefunden habe. Wenn die häufiger vorgekommen ist, diese Aufgabe, dann werde ich mich auch dazu nochmal äußern. So, jetzt, ja, langes Intro. Jetzt legen wir aber mal los. Ich habe natürlich alle Bücher schon rausgesucht. Und wir fangen an mit Zeig mir ein Buch, das ein altes Familiengeheimnis mit Gruselfaktor beinhaltet. Ja, da habe ich rausgesucht Das geheime Turnzimmer von Laura Anderson. Ja, das ist, geht schon so ein bisschen in die Richtung Lucinda Riley, weil es ein Familiengeheimnis hat. Aber es hat eben auch einen kleinen fantastischen Aspekt und eine kleine Geistergeschichte. Wir begleiten nämlich Kara und sie bekommt den Auftrag, die Bibliothek zu sichten einer alten Burg von einer alten, ehrwürdigen Familie. Ich glaube, es ist in Irland. Und ja, sie wird da nicht so richtig nett empfangen und dort muss sie aber erstmal schauen, was die Bibliothek eigentlich hergibt und sie ist sehr, sehr aufgeregt und dort gibt es viele Sagen und Legenden, die diese Burg, diese alte Burg eben betreffen, diese Familie betreffen und irgendwie ist auch in ihrer Vergangenheit, in ihrer Familie gibt es einige Geheimnisse und ja, wie das alles zusammenhängt und wo hier noch die, die Geistergeschichte vorkommt, das müsst ihr dann selbst lesen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr verzettel zu jedem Buch. Normalerweise rede ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr lang über die Bücher. Aber da das jetzt wirklich viele Aufgaben an einen Haufen sind, versuche ich mich doch ein bisschen kurz zu fassen. Mal gucken, ob mir das gelingt. So, weiter geht's. Zeig mir ein Buch, das die für dich beste Geistergeschichte beinhaltet. Ja, nach Geistergeschichten wurde tatsächlich öfter gefragt. Hier musste ich tatsächlich ein paar zusammenlegen. Ja, ich habe mehrere Geistergeschichten, die mir wirklich gut gefallen haben, aber ich glaube, eine meiner liebsten Geistergeschichten, die mich auch wirklich überrascht hat, ist Geisterfjord von Ilsa Sigurðardóttir. Ein Island-Thriller und da habe ich auch gar nicht so sehr damit gerechnet, dass es hier tatsächlich fantastische Elemente gibt. Es ist nämlich so eine Mischung tatsächlich aus einem Ermittler-Krimi, der eine Strang, wo es um ein vermisstes Kind geht und um mehrere vermisste Kinder und dann wiederum um eine Gruppe junger Menschen, die in einem verlassenen, Ort auf einer Insel eben ein Haus renovieren möchte und dort scheint es zu spuken. Ja, und diese Geister, die dort umgehen, und das hat mich auch wirklich unglaublich gegruselt
und hatte unglaublich tolle Atmosphäre. Also da kam hier wirklich viel aufeinander, was mir richtig Spaß gemacht hat. Auch die Stränge, wie sie zueinander gefunden haben und Überraschungsmomente, aber eben auch die Geistermomente waren hier richtig toll und deswegen finde ich den Roman wirklich richtig klasse als Geisterroman, als Geistergeschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht zu diesem Thema auch noch mal ein extra Video machen würde. Ich weiß es noch nicht, ob ich jetzt das schaffe, in diesem Oktober zu machen. Zum Thema Geistergeschichten, weil da eben ja scheinbar auch viel Interesse besteht von eurer Seite aus. Zeig mir ein Buch, das während der Halloween-Zeit spielt. Und auch da wurden, weil glaube ich, zwei oder dreimal tatsächlich danach gefragt. Es ist mir gar nicht so einfach gefallen und ich habe tatsächlich, glaube ich, auch kein Buch hier, was nur an Halloween spielt. Und mir ist aber noch eins eingefallen, das ich mittlerweile aussortiert habe. Und zwar ist das Die Party von Jonas Winner. Das ist ein Thriller. Und in dem geht es um, ja, eigentlich eine Jugendclique, die sich nach, ja, ich weiß nicht, nach 10 oder 20 Jahren wieder trifft. Also es ist also so ein ehemaligen Treffen. Und da lädt ein ehemaliger Kamerad halt zu einer Halloween-Party ein und dort geschieht eben ja sehr Gruseliges auf einmal. Es ist kein übernatürlicher Horrorroman, sondern tatsächlich ein Thriller, aber es spielt an Halloween. Ich fand es okay, hatte aber doch einige Kritikpunkte. Ich glaube, ich habe dazu sogar mal eine Rezension hochgeladen, aber ja, ich fand es leider nicht so pralle, dass es bei mir geblieben ist. Die Idee an sich fand ich aber ziemlich cool mit diesem ehemaligen Treffen und jeder hatte natürlich so seine Geheimnisse und die Streitigkeiten von früher kamen wieder so ein bisschen ans Licht und jeder hatte so sein Kostüm und durch diese Verkleidung, ja, gibt es natürlich auch viele Geheimnisse, die dort gehalten werden können und die erst ans Licht gebracht werden können. So. Weiter geht's mit Zeig mir ein Buch, das gruselig und zugleich lustig ist. Auch hier wurde zwei, dreimal danach gefragt und ich habe jetzt länger gesucht und es war gar nicht so einfach. Erst hatte ich an ein Buch gedacht, was ich auch aussortiert habe, war das Emily Jones, eine Kinderbuchgeschichte. Aber ich komme nicht mehr so richtig drauf, wie es hieß und wie die Autorin hieß. Ich habe mich letztendlich aber doch für ein Buch entschieden, was ich euch schon öfter gezeigt habe und was auch einer meiner liebsten Autoren geschrieben hat. Und zwar ist das Der Schrecksenmeister von Walter Mörs. Es ist eigentlich so ein typisches, klassisches Grusel-Setting, nämlich in der Stadt der Krankheiten steht über dieser Stadt das Schloss des Schrecksenmeisters. Und ja, dieser macht den kleinen Echo hier ein diabolisches Angebot. Echo ist nämlich auf der Straße gelandet und hungert und ihm wird jetzt angeboten von Icebean, dass er jetzt einen Monat lang durchgefuttert wird und dann am Ende dieser Zeit wird er allerdings ja, von Icebean ausgenommen, denn er möchte unbedingt an sein Fett. Ja, aber dadurch, dass er noch so mager ist, muss er ihn erst mästen. Und da er so verzweifelt ist, der Kleine, nimmt er dieses Angebot an und er wird dann in diesem Schloss halt erstmal bewirtet. Ja, und es ist natürlich sehr, sehr gruseliges Setting. Auch der Schrecksenmeister selbst, Icebean, der ist sehr, sehr urig und ein richtig klasse Bösewicht in diesem Fall. Und natürlich gibt es viele Räume in diesem Schloss, die ja sehr gefährlich, sehr viele Gefahren und sehr, sehr viele unheimliche Elemente enthalten. Aber wir haben hier natürlich auch typisch für Walter Mörs seinen wunderbaren Wortwitz und ja, wunderbare, lustige Charaktere, lustige Dialoge, die wir hier haben und immer richtig schön verrückt auch dabei. Also das ist eine wunderbare Mischung aus Grusel und Humor. Aber ich habe tatsächlich nicht so viel gefunden dazu. Ich weiß, welche Bücher ich in diese Ecke packen würde, die ich aber noch nicht gelesen habe. Aber wenn ihr da bestimmte, ja, Empfehlungen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare.
Und dann zeig mir ein gruseliges Kinderbuch. Ja, für ganz Kleine habe ich jetzt nichts. Also jetzt kein Bilderbuch oder ein Vorlesebuch habe ich jetzt nicht dabei, aber dafür Geister Ritter von Cornelia Funke. Das wird so ab 10 Jahren empfohlen. Und ja, wirklich eine sehr, sehr schöne, urige Geschichte, die aber auch wirklich toll illustriert ist und auch viel um Freundschaft geht. Ein Junge, der an ein Internat kommt und dort auf einmal ja Geisterritter sieht, also Geister auf ihren Geisterpferden und von diesen scheinbar verfolgt wird. Und auch das Internat ist sehr, sehr ja unheimlich trostlos und er findet auch sehr schlecht Freunde, bis er dann irgendwann tatsächlich eine Freundin findet und in deren Familie steckt auch so ein bisschen das Wissen über diese Geisterritter und dann raufen die beiden sich zusammen. Ja, wie vieles von Cornelia Funke wirklich sehr, sehr schön beschrieben und kann ich für Jung und Alt empfehlen. Zeig mir ein Buch, das in einem Schloss spielt. Ja, da hätte ich zum Beispiel ja auch das Buch vom Anfang wieder zeigen können. Hier das geheime Turmzimmer, obwohl das eher eine Burg ist. Aber ich habe doch noch was gefunden. Und zwar Düsteres Verlangen, die wahre Geschichte des jungen Viktor Frankenstein von Kenneth Oppel. Ja, das spielt zu Anfang auf dem Schloss Frankenstein. Und ja, wie der Untertitel schon sagt, ist es im Grunde die Geschichte des jungen Viktor Frankensteins, wie er eben zu dem geworden ist, ja, zu dem zu der klassischen Figur. Es geht aber auch um seinen Bruder und um seine Ziehschwester Elisabeth und wie die beiden wie die drei aufgewachsen sind auf Schloss Frankenstein, wie sie Abenteuer erleben und ja, wie sie dann auf einmal einen Verlust erleiden müssen. Der eine Bruder stirbt und sie wollen ihn wiederbringen und sie wollen ihn wiederbeleben und sie gleiten so ein bisschen in die dunkle, schwarze Magie bzw. in die Alchemie ab. Und das Schloss ist ein tolles Setting davon, weil es eben auch in die Keller geht, in die Katakomben und ja, in geheime Räume, geheime Bibliotheken geht. Aber es gibt auch noch ganz andere tolle Settings, die mich hier auch begeistert haben. Das ist der erste Teil eines Zweiteilers, also eine Dilogie. Und ja, beide Teile haben mir wirklich sehr, sehr gefallen, fand ich sehr innovativ, atmosphärisch und ja, kann ich auch hier wieder für Jugendliche, aber auch für Erwachsene sehr empfehlen. Ja, die nächste Aufgabe ist so eine, die in vielfacher Form aufgetaucht ist. Und zwar soll ich da ein Buch zeigen, das ich abgebrochen habe, weil es zu gruselig war oder das ich immer wieder weglegen musste, weil es zu gruselig war. Und das wurde in ja, vielfacher Form gefragt. Und das habe ich tatsächlich nicht. Also erstmal Abbrechen ist für mich ja eigentlich auch gar nicht so sehr die Regel. Ich breche Bücher wirklich sehr, sehr selten ab. Und dass ich ein Buch abgebrochen habe, weil es mir zu gruselig war, ist einfach nicht vorgekommen. Also wie gesagt, ich breche Bücher nicht ab und es kann mir auch eigentlich gar nicht zu gruselig sein. Ich liebe es, mich zu gruseln. Und daher gibt es das nicht. Allerdings unterscheide ich das schon von Grusel und von Ekel oder von Unwohlsein oder also Bücher, die wirklich zu eklig, zu blutig oder eben auch zu depressiv oder trostlos sind oder wo es wirklich auch darum geht, dass Menschen, Tiere, Kinder irgendwie misshandelt werden. Das muss ich nicht lesen, aber das versuche ich vorher eigentlich auch schon auszusortieren und gar nicht erst zu lesen. Mittlerweile weiß man ja, in welche Richtung ein Buch geht. Es kann er natürlich auch immer ja, überraschen, aber dann würde ich auch diese Szene dann eher überfliegen und nicht unbedingt das ganze Buch abbrechen, glaube ich. Also ich hatte es tatsächlich nicht. Fällt mir tatsächlich kein Buch ein, was ich irgendwie weglegen musste oder unterbrechen muss oder ganz abgebrochen habe. Was ich jetzt letztens abgebrochen habe, das habe ich euch im letzten Lesemonat erzählt, ist ja der Talisman von Stephen King und Peter Straub.
den habe ich unter anderem abgebrochen, weil das mir einfach zu trostlos, zu depressiv war. Also vielleicht kommt das dem am nächsten, weil ich einfach am liebsten diese gruselige, fantastische Atmosphäre lese und nicht so sehr den menschlichen Horror, den menschlichen Schrecken. Und das geht mir viel näher und das muss ich auch nicht immer unbedingt lesen, auch wenn das manchmal ja auch eine Kombination von dem ist. Aber ja, das war ein Grund, nicht der einzige Grund, aber vielleicht ist das ja eine Antwort, die euch so ein bisschen zufrieden stellt. Aber ja, also wenn es so richtig eklige Szenen sind, dann muss ich vielleicht auch mal kurz irgendwie aufhorchen und einmal durchatmen, aber dass ich das dann richtig weggelegt habe, deswegen hatte ich tatsächlich noch nicht. Weiter geht's. Zeig mir ein Buch, das man direkt an Halloween weglesen kann. Also so in 2 bis 3 Stunden. Da habe ich mich für Dead Eyes, der Fluch der Maske von Chris Priestley entschieden. Auch ein Jugend- bzw. Kinderbuch, was ich sehr empfehlen kann. So ab 10 Jahren empfohlen. Aufwärts aber auf jeden Fall. Hier spielt das Ganze in Amsterdam, denn unser Protagonist begleitet seinen Vater auf Geschäftsreise. Und ja, gleich als er das Hotel betritt am Kanal, fühlt er sich irgendwie beobachtet und seltsam. Und als er dann auf einem Antiquitätenmarkt eine weiße Maske findet, dann geht der Spuk erst richtig los, denn auf einmal sieht er überall eine mit dieser Maske, ja, maskierte Personen auch durch sein Zimmer schleichen und wir erfahren ja in einem anderen Strang auch immer mehr etwas über die Vergangenheit dieser Maske bzw. über die Vergangenheit der Person, die mit dieser Maske in Verbindung steht. Eine richtig schöne, gruselige, auch wieder Geistergeschichte mit einem schönen Setting in Amsterdam an dem Kanal. Ja, kann ich empfehlen, hat, lasst mich nochmal schauen, 220 Seiten und ist wie eben bei einem Jugendbuch so üblich sehr groß gedruckt und kann man, glaube ich, sehr gut an Halloween lesen. Zeig ein Buch, das dich überraschend gegruselt hat, also nicht als Horror oder Thriller gekennzeichnet war. Da habe ich mich für Marina von Carlos Ruiz Zafón entschieden. Das Buch habe ich damals während meiner Ausbildung zur Buchhändlerin gelesen, und zwar aus dem Grund, weil ich auch mal etwas Belletristisches, Romane empfehlen können wollte. Und da habe ich halt geschaut, was kann ich denn lesen, was relativ neu ist, was relativ dünn ist, wo ich mich mal so da reinwagen kann in die, ja, Gegenwartsliteratur. Und bin dann auf Carlos Ruiz Zafón gestoßen. Was sich dahinter verbirgte, hätte ich niemals mit gerechnet, dass, ja, dass ich da eine Gruselgeschichte bekomme. Und das hat mich natürlich unglaublich gefreut. Es war zwar nicht das, was ich wollte in diesem Moment, aber es hat mich sehr positiv überrascht. Hier handelt es sich um eine Gruselgeschichte, die in Barcelona spielt. Und es geht um Oscar, der Marina trifft. Und ja, beide beobachten eine schwarze Witwe auf dem Friedhof und sie folgen ihr. Und es kommt dann auch noch, ja, sie werden so ein bisschen neugierig und forschen nach, was es mit dieser Frau auf sich hat und mit ihrer Familie. Und es ranken sich so Mythen und Sagen um diese Gestalt und um die Familie. Und sie kommen dann auch an eine Fabrik. Und was, ja, richtig, richtig tolles Setting und richtig gruselig. Und dann habe ich halt erst auch herausgefunden, dass Carlos Ruiz Zafón eben nicht nur Belletristik schreibt, sondern auch richtig schön gruselige, fantastische Lektüre für Jugendliche. Und das ist irgendwie so ein Bindeglied. Also es ist wirklich sehr, sehr schön und auch, ja, hat einen schönen Schreibstil. Es ist jetzt kein Horror-Page-Turner. Es hat schon so ein bisschen leisere Töne und ist schön fein geschrieben und verbindet irgendwie so seine gruseligen Jugendbücher mit seinen belletristischen Titeln, die aber auch immer so einen kleinen fantastischen Touch haben und auch so leicht unheimliche Atmosphäre. Und ja,
Da war ich wirklich sehr überrascht. Das habe ich nicht erwartet und es steht ja auch nicht drauf. Also es steht Roman drauf, ist aber für mich ja, doch ziemlich klar, sehr gruselig und hat auch fantastische Elemente, wie ich finde. Zeig mir ein Buch, das du nicht empfehlen kannst, weil es total ungruselig ist. Ja, da habe ich mich für Zimmer 103 von Simone St. James entschieden oder Zimmer 103. Das habe ich dieses Jahr im Buchclub All You Can Read zusammen mit den anderen Mädels gelesen. Und wir waren erstmal doch etwas überrascht, dass es tatsächlich eine Grusel-Geistergeschichte enthält und nicht einfach nur ein Thriller ist. Aber leider hat es bei uns alle, ja, gefloppt. Es ist ein Flop für uns alle gewesen. Und obwohl es eine Geistergeschichte hat und wirklich auch ein tolles Setting, es spielt in einem Motel und es hat zwei Haupterzählstränge und spielt in zwei verschiedenen Zeiten. Einmal, ich glaube, in den 80er Jahren und einmal in der heutigen Zeit. Und ein Mädchen sucht halt nach ihrer verschwundenen Tante, die vor 20 Jahren dort in diesem Motel gearbeitet hat, aber auch dort verschwunden ist. Und ja, mehrere seltsame Vorfälle in dieser Stadt sollte es auch geben. Und sie fängt eben auch dort an zu arbeiten. Und irgendwie scheint es in diesem Motel zu spuken. Und obwohl ich das Setting so ultra cool finde und dass es da jetzt auch noch spukt, das hat mich wirklich positiv überrascht. Aber leider hat es mich überhaupt nicht erreicht. Ich fand auch, dass die Geistergeschichte überhaupt keine Bewandtnis für die Story hatte. Auch die Spannung und der rote Faden war leider nicht da. Ich weiß aber, dass es anderen gut gefallen hat. Ich kann es aber persönlich nicht empfehlen und weiß auch, dass, glaube ich, die anderen Mädels das eher nicht empfehlen würden. Zeig ein Buch, das als Thema Hexen und/oder Hexenverfolgung beinhaltet. Ja, da könnte ich das zuletzt gelesene Buch tatsächlich eigentlich auch nennen. Das ist das Jahr der Hexen aus dem Fester Verlag. Aber ich habe mich jetzt für ein anderes entschieden, weil ich euch ja, das Jahr der Hexen ja auf jeden Fall bald in dem Lesemonat oder in einer Rezension vorstellen werde. Und deswegen habe ich mich für ein anderes Hexenbuch entschieden, und zwar Im Schatten der Hexen. Hexenring ist der erste Band von Katrin Hotovetz. Ja, das ist ein mystischer Harz-Krimi. Also wenn man im Harz ist und Buchhandlungen betritt, kommt man an dieser Reihe eigentlich nicht vorbei. Das ist so, ja, eigentlich der Klassiker unter den Regionalkrimis. Man muss aber auch ein bisschen sich auf Fantastisches einstellen, denn wir haben eben nicht nur einen unheimlichen Krimi, sondern auch eben diese fantastischen Elemente. Es ist eine wunderbare Genremischung eigentlich, besonders der erste Band. Wir haben hier einmal einen klassischen Ermittlerkrimi, wo es eben um Kinder geht, die im Umkreis von Goslar und ich weiß gar nicht, Halberstadt tatsächlich verschwinden. Und dort eben ermittelt wird. Dann haben wir immer Stränge, die in der Vergangenheit spielen, tatsächlich glaube ich sogar im Mittelalter, zu Zeiten auch der Hexenverfolgung und dort von einer jungen Frau erfahren, deren Mutter jetzt angezeigt wurde und ja, angeklagt wurde als Hexe und sie soll verschwinden, denn auch sie, ja, wird natürlich mit ihr in Verbindung gebracht. Und dann haben wir noch ja, die Sage, die Legende, dass immer nach einer bestimmten Zeit, nach mehreren 100 Jahren, immer wieder ein Hexenzirkel, mehrere Hexen, das immer wieder versuchen auszubrechen. Und ja, es ist wunderschön gruselig geschrieben und ich mag diese Kombination wirklich sehr. Ich bin ja auch ein großer Harz-Fan und mag diesen Wald dort und einfach diese Mythen und Sagen, ja, Orte und auch dieser knorrige Baum, der hier vorne drauf ist, hat eine große Rolle. Und ja, den ersten Band mochte ich wirklich sehr gerne. Ich habe auch schon Teil 2 und Teil 3, ich weiß es gerade nicht mehr genau, fand ich leider nicht mehr ganz so gut. Es geht dann aber auch nicht mehr so sehr, ja, nur auf die Hexenlegenden, sondern eben auch nimmt noch andere Legenden mit hinein und andere Kulturen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie sich nicht nur auf die Hexen fokussiert hat, weil ich das eigentlich sehr, sehr gut fand. Zeig mir ein Buch, das trotz seiner Kürze spannend und gruselig ist. Ja, da habe ich ja auch schon einige gezeigt, die kurz sind, aber ich habe noch eins gefunden, was noch kürzer ist. Und zwar wirklich nur ganz, ganz dünn. Es hat 100,
20 Seiten und heißt Widow's Point von Richard und Billy Chismar. Es ist im Grunde auch gar nicht in einem Fließtext geschrieben, sondern es sind immer Video- oder Audiomaterialien, die halt eben hier verschriftlicht worden sind. Und wir haben hier zusätzlich auch noch Schwarz-Weiß-Illustrationen, die ja tatsächlich auch noch die Geschichte verkürzen, weil da auf dieser Seite dann kein Text steht. Und wir haben eben auch Diktiergerätaufnahmen und auch diese wurden verschriftlicht und so erleben wir die Geschichte. Und zwar ist das ein Mann, der mehrere gruselige Orte aufsucht und darüber auch berichtet bzw. darüber Bücher schreibt. Und er wurde nun zu diesem Leuchtturm hier gerufen und dort will er eben ein Wochenende verbringen und auch die Nächte verbringen. Und er notiert nichts per Hand, sondern er spricht eben auf ein Diktiergerät, hat aber auch Videokameras dabei, um die eben die Geschehnisse dort aufzunehmen. Und ja, obwohl wir keinen Erzähler hier richtig haben, weil wir nur diese Diktiergerätaufnahmen lesen, bildet sich trotzdem eine gewisse Atmosphäre und es ist durchaus gruselig. Meiner Ansicht nach hätte es durchaus gerne auch noch ein bisschen länger sein können, aber letztendlich finde ich das ein sehr, sehr schönes Schmuckstück. Ich glaube, es gibt es in dieser Ausgabe, gibt es das leider, weiß ich gar nicht, es ist auf jeden Fall eine limitierte Edition gewesen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder ob es die jedenfalls auf Englisch oder in einem anderen Format noch zu kaufen gibt. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, vielleicht könnt ihr das ja noch recherchieren und erhaltet das irgendwie noch, wenn es euch anspricht. Zeig ein Buch, das als Schauplatz eine Irrenanstalt hat. Ja, da habe ich mich für Irre Seelen von Graham Masterton entschieden. Das Buch ist mittlerweile auch aussortiert, obwohl ich das Buch auch echt gut und sehr, sehr spannend fand, habe ich mich dazu entschlossen, es auszusortieren, weil es für mich kein Oberhighlight war und ich wahrscheinlich auch nicht nochmal zur Hand nehmen würde, nachdem ich es einmal gelesen habe. Ja, dort findet ein Familienvater in einer verlassenen Gegend eben diese verlassene Irrenanstalt und er hat eine Vision, er möchte dieses Haus aufbauen und daraus ja eben tatsächlich, glaube ich, so eine Kuranstalt oder eine Art Hotel draus machen. Und es ist aber so heruntergekommen, dass alle nicht so richtig verstehen können, warum er das unbedingt durchziehen möchte. Vor allem, weil es dort sehr, sehr gruselig ist, viel kaputt ist, heruntergekommen, wie gesagt. Und es scheint dort dann auch noch zu spuken, aber er ist da so besessen drauf, dass er dort eben so seine Zeit verbringt und darunter gerät auch so ein bisschen, ja, darunter leiden die Beziehungen zu seinem Sohn und auch zu seiner Frau. Ja, also man erfährt eben auch so ein bisschen etwas aus der Vergangenheit. Ich hätte gern noch mehr dieses Nervenheilanstalt-Feeling gerne gehabt und ein bisschen mehr über die Vergangenheit gewusst. Es ging dann nachher dann noch ein bisschen in eine andere Richtung, was ich auch interessant fand. Aber es war auf jeden Fall eine Irrenanstalt oder eine Nervenheilanstalt, bevor es eben, ja, geschlossen wurde, beziehungsweise bevor es Holterdiepolter verlassen wurde. Und warum das so geschehen ist, das könnt ihr da eben lesen. Zeig ein Buch, das typische Halloween-Motive auf dem Cover hat. Da wurde zum Beispiel ein Kürbis genannt. Ich habe tatsächlich kein Buch, wo ein Kürbis drauf ist. Also das ist schon ein Ding, ne? Aber ich habe jetzt den Klassiker, den Horror-Klassiker schlechthin gefunden. Und zwar Dracula. Und dort haben wir einen Friedhof bzw. Grabsteine und Fledermäuse auf dem Cover. Und ich finde, das sind auch typische Halloween-Motive. Und deswegen habe ich das genommen. Zeig ein Buch, das düstere Illustrationen hat. Ja, da hätte ich natürlich auch wieder Widow's Point zeigen können, aber ich finde die noch sehr realistisch gezeichnet. Auch wenn ich die sehr mag, finde ich die aus diesem Buch hier noch viel atmosphärischer und gruseliger. Der Fährmann von Christopher Golden, alleine das Cover ist ja ein echter Hingucker. Aber ich finde die Illustration auch wunderschön gezeichnet. Ja.
Das ist zum Beispiel eine Illustration davon. Finde ich noch eine, die ich euch zeigen kann. Ich kann euch vielleicht das Vorsatzpapier zeigen. Ja. In dieser Geschichte geht es um Verlust. Und zwar um ein Pärchen, das ja wegen eines Verlusts ja ihre Beziehung auseinandergebrochen ist, sie jetzt aber wieder sich so langsam annähern. Und es geht eben um die Legende des Fährmanns, der zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten die Seelen hin und her fährt. Und ja, auch eine sehr, sehr spannende Thematik und gar nicht so gruselig oder heftig, wie jetzt das Cover vermuten lässt. Ich finde sogar, dass es sehr, sehr viel emotionale Tiefe auch mit reinbringt. Zeig ein Buch, das dich nach dem Lesen noch lange beschäftigt hat. Ja, da kann ich auf jeden Fall die Bücher von Erin Reed zeigen, The Ending und Enemy. Das sind so Thriller, die einfach ganz besonders sind und mit keinen anderen Thrillern zu vergleichen sind. Sie sind sehr psychologisch, philosophisch, sehr rätselhaft, sehr dünn auch. Und besonders The Ending hat mich damals wirklich, das ist das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe und auch sein Debüt, glaube ich. Hier steht, du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. So richtig fürchten weiß ich nicht, aber es ist immer so eine beklemmende Atmosphäre und du weißt, da ist irgendwas faul, irgendwas falsch. Im Grunde geht es einfach nur um ein Pärchen, das auf dem Weg zu den Eltern des jungen Mannes sind, um eben ja, die Freundin das erste Mal vorzustellen. Und wir befinden uns im Kopf der Freundin, die überlegt, obwohl sie sehr glücklich mit ihm ist, irgendwie Schluss zu machen. Und sie scheint auch immer anonyme Anrufer zu bekommen und weiß nicht so richtig, wer da dran ist, und sehr, sehr unheimliche Anrufe sind das. Und ja, was sie denn noch während der Autofahrt und dann nachher auch bei den Eltern erleben, das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Und es hat mich danach so lange noch beschäftigt, weil es gibt nachher so eine Knallauflösung, so einen Twist, wo man die ganze Zeit überlegt, ach guck, das hätte man in diesem, ja, in diesem Moment hat es das irgendwie schon angedeutet. Und ja, vieles ist immer eben noch ein bisschen rätselhaft geblieben. Und ja, das hat mich lange beschäftigt, aber genauso Enemy, das ähnlich rätselhaft, aber eine ganz andere Thematik hat. Und beide haben mich noch lange rätseln lassen, was das alles bedeutet. Und bei beiden habe ich auch gedacht, ich würde am liebsten nochmal direkt von vorne anfangen, um diese ganzen Hinweise auf das Ende mitzuerleben, um das Ganze nochmal schlüssiger nachvollziehen zu können, nachdem man das Ende kennt und weiß, was passieren wird, dass man das Buch noch besser verstehen kann. Ja, also die haben mich auf jeden Fall längere Zeit beschäftigt, weil ich einfach ja darüber nachgedacht habe, was das alles zu bedeuten hat. Zeig ein Buch, das eine besonders gruselige Atmosphäre hat. Auch da hätte ich euch viele Bücher zeigen können, weil das ist ja so das, was ich am liebsten lese in der Grusel- und Horrorliteratur, wenn das sehr, sehr atmosphärisch gruselig ist und sehr diffus. Also gar nicht so sehr um Monsterhorror geht oder dass es Splatter ist oder dass da viel Sex und Gewalt drin vorkommt, sondern eben dieses etwas diffuse, zurückgenommene, subtile, atmosphärische. Und deswegen hätte ich euch da viel zeigen können, aber zu der Atmosphäre gehört ja auch immer ein richtig tolles Setting, wie ich finde. Und das haben wir hier. So finster, so kalt ist eine düstere Märchenadaption zu Hänsel und Gretel, aber spielt in unserer Zeit, in unserer Welt. Und wir begleiten hier eine junge Frau, die ja zurück in ihre Heimat fährt, weil ihre Großmutter verstorben ist. Und ihre Großmutter hat halt in so einem Hexenhäuschen gewohnt. Und sie findet bei ihr tatsächlich auch Dokumente, die darauf hinweisen, dass ihre Familie irgendwas mit diesem Märchen Hänsel und Gretel zu tun haben. Denn es geht dort in diesen Dokumenten um einen gewissen Johannes und um seine Schwester Greta. Ja, und daraus kann man natürlich schnell Hänsel und Gretel machen. Und das Ganze spielt eben im Schwarzwald. Und das ist richtig, ja, wunderbar, gruselig, düster und genau wie ich es einfach mag. Und dann auch noch diese
Märchen verwoben. Ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Zeig ein Buch, bei dem du dich nur noch an einen ganz bestimmten Teilaspekt erinnerst. Ja, da bin ich jetzt einfach so durch meine Gruselbücher durchgegangen und habe mal so geguckt, woran kann ich mich erinnern? Kann ich mich noch an viel erinnern? Und wenn ja, an was? Und da bin ich an einem Buch hängen geblieben, wo ich wirklich so gut wie gar keine Erinnerung mehr dran habe. Und zwar ist das Krieg der Engel von Wolfgang und Heike Holbein. Das ist auch wirklich schon Ewigkeiten her, dass ich das gelesen habe. Also es muss bestimmt 10, 12, 13, 14, 15 Jahre her sein. Also irgendwie um diesen Dreh habe ich es gelesen. Also ja, bestimmt so um die 13, 14, 15 Jahre. Und da weiß ich einfach nur noch, dass es um Engel geht, die... Und die einen sind weiß und die anderen sind schwarz. Und um einen Jungen, der irgendwie damit hineingezogen wird. Und mehr weiß ich nicht. Ich habe natürlich im Nachhinein dann den Klappentext gelesen und da steht auch drauf, dass es schwarze und weiße Engel gibt, beziehungsweise dass der Junge immer wieder von einem weißen Engel träumt, der auf einer schwarzen Kathedrale steht und sein Gefieder brennt. Und es geht immer am Ende des Traums darum, ob der Engel leben wird oder ob die Apokalypse über die Welt heranbrechen wird. Und ja, dann werden noch seine Eltern von den schwarzen Engeln entführt. Und dann entbrennt ein gnadenloser Kampf. Ich weiß nur, dass ich das irgendwie, diese Mythologie der Engel, die hier mit eingewoben worden sind, dass ich das sehr spannend fand, aber ansonsten, ich weiß wirklich gar nichts mehr, außer eben diesen Aspekt, dass es schwarze und weiße Engel gab und ob das tatsächlich doch in Gut und Böse eingeteilt ist, das weiß ich nicht mehr. Würde ich natürlich cool finden, wenn das doch ein bisschen aufgebrochen wird und nicht ganz klar Gut und Böse gibt, aber das weiß ich einfach nicht mehr, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber es ist, hat immer wieder ja diesen ganzen Aussortier Aktion, die ich ja jetzt immer wieder fleißig mache, immer wieder überstanden. Es ist immer wieder tatsächlich hier geblieben. Das zeigt mir, dass ich da einfach irgendwie nochmal Lust habe, nochmal reinzulesen, um zu schauen, ob das für mich auch tatsächlich ein Highlight war. Und wenn ja, dann bleibt es. Und wenn nicht, dann wird es dann doch irgendwann ausziehen müssen. Aber jetzt bin ich doch einfach neugierig. Und die letzte Frage lautet, zeig ein Buch mit Blut auf dem Cover. Da habe ich gedacht, dass mir das einfacher fallen wird, weil es gibt so viele blutige Cover, gerade besonders im Thriller- und Horrorbereich. Ja, aber irgendwie sind das nicht die Bücher, die ich hier habe. Ich habe aber ein Buch gefunden, es ist sehr minimalistisch, das Blut, aber es ist trotzdem auffällig, weil es das einzige farbige hier auf dem Cover ist. Und zwar ist es der Monstromologe von Rick Yankee. Und da haben wir eigentlich, das ist eine vierteilige Reihe und es sind immer Schwarz-Weiß-Cover. Wir haben aber immer ganz kleine rote Details da drauf. Und hier haben wir eben auf dem Tisch, ich komme mal näher ran, ja, ein Fleck Blut. Und ich finde diese Gestaltung wirklich cool, dass wir hier eine Schwarz-Weiß-Gestaltung haben und immer ja, einen kleinen Flecken rot. Ob das nun rote Augen sind auf anderen oder eine rote Jacke, glaube ich tatsächlich. Also sehr, sehr cool gemacht. Und auch die Reihe ist ziemlich cool. Und es ist auch eine sehr einzigartige Reihe, die wirklich, finde ich, sehr literarisch ist. Also literarisch sehr hochwertig geschrieben ist. Oder sehr besonders, sagen wir mal. Und längere verschachtelte Sätze hat und gleichzeitig wirklich sehr, sehr eklig und sehr, sehr blutig ist und ja, auch Monsterhorror enthält, wie es eben auch der Titel sagt. Und es spielt im 19. Jahrhundert und es geht um den jungen Will Henry, der als Assistent arbeitet bei dem sehr verschrobenen Doktor, der ja eben sich Monstromologe betitelt. Und ja, da werden die verschiedenen Fälle in den verschiedenen Bänden eben beleuchtet. Ja, das war mein erster Teil von Zeig mir ein Buch, das. Vielen Dank nochmal für eure kreativen Aufgaben und mal schauen, wann ich dann den zweiten Teil drehen werde. Also auf jeden Fall irgendwann im Laufe des Oktobers. Ich habe mir natürlich noch ein, zwei andere Ideen aufgehoben,
die ich hier auch noch umsetzen möchte. Und es wird einen gemeinsamen Booktuber-Halloween-Countdown geben. Also so ähnlich wie der Adventskalender. Zu Weihnachten wird es dann, ich denke mal so ab Mitte Oktober, ich glaube tatsächlich ab dem 15. wird es auf jeden Tag auf einen anderen Kanal ein Video zu Halloween, zum Gruseln über Bücher, aber nicht nur über Bücher, ein Video geben. Und ja, da werden wir dann eine Playlist natürlich auch erstellen, dass ihr immer wisst, wo ihr hin müsst und auf welchen Kanal denn das nächste Video kommt. Und ja, da bin ich auch dabei und freue mich sehr darüber, dass wir da wieder was Gemeinsames haben. Auch die verschiedenen Videos sind manchmal auch gemeinsame Projekte. Also richtig, richtig cool. Freut euch drauf. Es ist ja auch nicht mehr weit hin bis Mitte Oktober. Und ja, der Start ist gemacht. Ich freue mich jetzt weiterhin, gruselige Lektüre zu lesen. Und wenn ihr einige Aufgaben auch beantworten möchtet oder besondere Tipps habt zu bestimmten Aufgaben, die ich jetzt genannt habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!